Hallo, herzlich willkommen bei Rodi backt und kocht, heute aus meiner lichtdurchfluteten Küche. Wir machen heute Apfelkrapfen. Dazu braucht es auch gar nicht viele Zutaten und das meiste hat man zu Hause, gerade wenn man zum Beispiel Äpfel hat, die man noch wegbringen muss. Und die sind tatsächlich schnell gemacht und lecker und passen eben nicht nur zur Faschingszeit, sondern diese Apfelkrapfen, das ist kein klassischer Krapfen, sondern den machen wir ganz normal in der Pfanne, ist eine Mehlspeise und wirklich mega, mega lecker. Macht man eigentlich viel zu selten, muss ich jetzt mal gestehen. Und mir ist aufgefallen, dass ich euch das Rezept noch gar nicht gezeigt habe. Deswegen heute Apfelkrapfen. Und damit werfen wir mal einen Blick auf die Zutaten. Yay! So, fangen wir an. Zutaten. Apfelkrapfen. Wir brauchen natürlich einen Apfel. Wir brauchen Backpulver, einen Teelöffel davon. Entweder nehmt ihr Zitronensaft. Ich habe aber keinen Zitronensaft da. Also nehme ich hier einfach so ein bisschen Zitronenschale, eine Packung Vanillezucker. Wir brauchen ein Päckchen Vanillepudding, 60 Gramm Quark. Wir brauchen 40 Gramm Zucker, 70 Gramm Mehl. Dann habe ich hier noch eine Zucker-Zimt-Mischung vorbereitet. Da nehmt ihr einfach, was weiß ich, 100 Gramm Zucker und einen guten Teelöffel, einen gehäuften Teelöffel Zimt und vermischt es schön. Und das teuerste an der Zutat haben wir hier, darin werden die ausgepackt, das ist Butterschmalz. Das macht uns nachher so ein richtig schönes, butteriges Aroma an unsere Apfelkrapfen, ganz wichtig. Damit würde ich sagen, fangen wir los. So, zuallererst nehmen wir mal den Zucker. Den geben wir in die Rührschüssel, gefolgt vom Vanillezucker. Da haben wir ihn auch schon und wie immer nehme ich auch hier wieder den guten Bourbon-Vanillezucker und nicht den billigen Vanillezucker, weil mir der hier einfach besser schmeckt. Von den glücklichen Hühnern, die wir irgendwo in der Nachbarschaft haben, haben wir uns zwei Eier organisiert und die geben wir jetzt da auch einfach mal noch mit rein. Und das Ganze wird jetzt gut vermixt, deswegen setzen wir hier den Schneebesen da ein und dann verrühren wir das Ganze gut, bis wir eine schöne, geschmeidige, homogene Masse haben und sich der Zucker wirklich gut mit dem Ei verbunden hat. Dann habe ich hier das Mehl und da gebe ich mal das Backpulver rein und dann rühren wir das Ganze schon mit dem Löffelchen so ein bisschen unter, also einfach ein bisschen kurz durchmengen, damit das schon mal sich auch etwas verteilt. Wer übrigens kein Puddingpulver zu Hause hat oder einfach kein Puddingpulver verwenden möchte, dem sei gesagt, es geht auch ohne, denn Puddingpulver besteht mehr oder weniger nur aus Stärkemehl. Das heißt, ihr könnt einfach 35 Gramm Stärkemehl nehmen, dann würde ich aber noch etwas Vanillearoma dazusetzen, denn Puddingpulver besteht aus Stärkemehl, Farbstoffen und Vanillearoma. Also das sind so die drei Sachen, die da drin sind. Das könnt ihr natürlich auch selber zusammenmischen, wenn ihr wollt. Stärkepulver, Stärkemehl und dann eben wieder ein flüssiges Vanillearoma. Oder ihr kratzt tatsächlich das Mark von der Vanilleschote aus. Schmeckt wirklich bombig, Leute. Oder ihr nehmt einfach das Puddingpulver. So, weiter geht's. Das hat sich schon richtig schön verbunden. Ihr seht es hier. Wir haben eine richtig schöne helle Masse. Ja, und jetzt geht man nach und nach die nächsten Zutaten dazu. Unsere Mehl-Backpulvermischung großzügig mit rein, auch alles ausklopfen. Jawohl, genau so geht's. Dann entweder jetzt einen Spritzer vom Zitronensaft oder ich habe hier eben dieses Zitronenschalenabrieb im fertigen Päckchen. Das ist eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich mag das tatsächlich ganz gerne. Auch da geben wir so ein Teelöffelchen mal mit rein. Dann kommt auch schon das Puddingpulver oder ihr nehmt den Puddingpulverersatz, ganz wie ihr wollt. Und auch den geben wir dann noch mit rein. Dann kommt auch schon der Quark. Den auch einfach noch mit rein. Ich nehme übrigens Magerstufe. Wer jetzt einen mit 20 oder 40% Fett hat, geht genauso. Und dann rühren wir das Ganze nochmal kurz durch. Das wird jetzt erstmal schnell ein kleiner fetter Klumpen. Aber wenn man dann noch ein bisschen rührt, dann gibt es so einen richtig schönen zähflüssigen Teig. Ja, ihr seht es hier. Und das war es auch schon jetzt mit dem Rühren. Jetzt brauchen wir nur noch so eine Raspel und den Apfel. Und da nehme ich jetzt, Schale sollte gewaschen sein. Also nicht den letzten Gifte gespritzten Apfel da rein raspeln. So, und dann nehme ich den also einfach auf die Raspel und reibe da so grobe Stifte rein. Und dann rühre ich das Ganze mit dem Löffelchen einfach mal noch so ein bisschen unter. Das wird einfach nur untergehoben, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen. Das geht relativ fix mit dem Löffel und die Schale lasse ich dran, weil die schmeckt mir später nicht raus. Bringt aber was. So, damit ist der Teig auch schon fertig. Ihr seht, geht wirklich ratzfatz. Und jetzt kommen wir dazu, die rauszupacken. Im besten Butterschmalz. Wer keinen Butterschmalz hat, es geht auch in Öl. Allerdings macht das Butterschmalz halt wirklich dieses butterige Aroma noch so ein bisschen dran. Wirklich grandios. Und ja, ich weiß, Butterschmalz ist extrem teuer, aber es lohnt sich. Glaubt mir. Kleiner Hinweis noch, damit euch die Sachen nicht verbrennen, das heißt, sprich außen schon schwarz sind und in der Mitte nicht durch,
heißt es Butterschmalz erhitzen und dann die Hitze reduzieren. Meine Ofen hier, der geht zum Beispiel, also die Herdplatte geht bis Stufe 9, das heißt, ich erhitze das Butterschmalz mal so auf Stufe 8 und gehe dann aber zurück auf Stufe, ja, so 5 vielleicht, also so mittlere Temperatur am Ofen. Legen wir los. Dann geht's auch schon weiter, eine Pfanne auf den Herd. Ich nehme hier eine extra kleine Pfanne. Warum? Naja, damit ich nicht, weil ich ein bisschen das Butterschmalz ein bisschen höher in der Pfanne stehen haben möchte. Und wenn ich eine sehr große Pfanne nehme, brauche ich sehr viel Butterschmalz. Und bei den aktuellen Butterschmalzpreisen, denke ich, macht es Sinn, hier eher eine kleine Pfanne zu nehmen. So, hier ist nochmal unsere Teigmasse. Unser Butterschmalz ist schön heiß. Die Temperatur vom Herd habe ich etwas runtergedreht, wie schon gesagt. Und jetzt mache ich hier so zwei Esslöffelchen rein. Wer das Ganze als kleine Snackbeilage zum Kaffee servieren will, der nehme hier nur einen Löffel. Ja, das reicht völlig. So, und dann seht ihr schon, ui, das geht richtig schön auf. Danke Backpulver, das ist ja ein richtiger Traum. Und wenn es von beiden Seiten schön gebräunt ist, dann tun wir es raus und legen es einfach mal auf so einen Küchenkrepp ab. Das saugt nochmal so ein bisschen das Fett auf. Und in der Zwischenzeit können wir dann schon den nächsten Apfelkrapfen da reingeben. Apfelpuffer oder nennt ihr es, wie ihr es wollt, es ist egal. Wichtig ist am Ende, es muss schmecken. Und auch hier seht ihr schon, jawohl, das geht auf, das Ding. Es so soll sein. Und dann, ja, unten kann man so ein bisschen drunter lugen. Da sieht man schon, es ist eben schön gebräunt. Und dann dreht man es einfach rum. Und man sieht, was da außen so ein bisschen wegspritzt vom Teig, das kann man einfach abstechen und entfernen. So, ich habe dann meine Zimt-Zucker-Mischung mal in eine etwas größere Schüssel umgefüllt. Da gebe ich die jetzt einfach rein und dann wird das kurz geschwenkt von beiden Seiten. Und dann, ja, ist es auch schon fertig. So schaut es also aus und den lege ich dann hier einfach schön auf den Teller. Und wenn ihr die kleiner habt, dann könnt ihr die auf einen schönen Kaffeeteller legen, also ein Tellerchen, den ihr zum Kaffeekannen nehmt und das dann eben dorthin servieren. Kommt richtig, richtig gut. Lässt sich dann auch herrlich mit einer Kuchengabel essen. So, so schauen sie also aus, die Apfelkräpfle oder Apfelpfannkuchen oder Apfelkräpple oder wie immer ihr das nennen wollt. Wichtig ist, es ist wirklich mega lecker und die eignen sich auch hervorragend zum Kaffee am Nachmittag, dann macht ihr die einfach kleiner. Ich habe jetzt hier immer zwei Esslöffel vom Teig genommen, wenn ihr nur einen nehmt, dann habt ihr so richtig schöne kleine Apfelkräpple, die ihr dann oder Apfelkrapfen, die ihr dann eben zum Kaffee servieren können. Ja, so viel dazu. Ihr seht schon, das Ganze ist wirklich nicht kompliziert und wirklich schnell gemacht. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch nicht habt, gebt vielleicht ein Like. Und wer noch möchte, kann gerne auch noch den Abo-Knopf drücken. Ich freue mich darüber. Und im Normalfall beantworte ich sogar alle Kommentare. Also von daher, tut mir einen kleinen Gefallen. Wenn es euch gefallen hat, drückt mal irgendwo drauf. Freut mich und rettet mir den Sonntag. In dem Sinn, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Roli. Und PS. Am Anfang vom Video habe ich natürlich noch was von meiner lichtdurchfluteten Küche erzählt. Mittlerweile haben wir Schneeregen draußen. Ja, so ändert sich das Wetter im Februar. Jetzt aber wirklich Feierabend. Bis zum nächsten Mal, euer Roli.